Und nun können sie sich auf einen Leckerbissen gefasst machen. Mo Huilan von der Juilin Gym School in Gunaxi. Sie, die Turnerin, mit der Tageshöchstnote, ich habe schon mal gesagt, am Freitag an diesem Gerät 9,912 Punkte. Mal sehen, was sie heute bekommt. Und zwar zeigt sie ein einmaliges Flugteil im Frauenturn, den Gaylord Salto. Einen Salto über die Stange zum Wiederfassen. Und die Turnerin sieht nicht, wohin sie fliegt und ob sie die Stange überhaupt fängt. Sie muss also blind zufassen. Katschakrätsche. Und Doppelsalto gestreckt. Also ich vermute mal, dass auch diese Übung, wenn nicht die höchste, aber eine der höchsten Wertungen des Tages bekommen wird. Eine 9,9 gab es heute schon einmal für sie. Und hier noch einmal der Gaylord-Salto. Passen Sie auf, aus dem Rückschwung. Ein Salto vorwärts über die Stange zum blinden Wiederfassen. Und dann muss sie ja noch durch die Holmengasse durch, also absolute Hochachtung. Und nochmal die Studie von der Chipkamera von diesem Flugteil und zugleich schön zu sehen die Verformung des Bachmanns. Noch einmal. Auch dieses Teil zuerst natürlich im Männerturnen gezeigt von dem Amerikaner Gaylord. Und auch viele Männer trauen sich nicht, dieses Teil zu tun, weil es so kompliziert ist. Und ich habe es gesagt, 9,90 Punkte. Tolle Leistung von Mo Huilan, die damit wahrscheinlich auch im inoffiziellen Wettkampf der Turnerinnen heute den ersten Platz belegen wird.